Servus Leute, heute mal wieder neue Folge von Noob geprüfte gute Anfängerpanzer. Nicht von einem Pro-Player oder sonst wem, sondern ja, meine Meinung dazu. Es gibt hier ein Stufe 6 Medium, einer der besten meiner Meinung nach. Das ist ein Rust, der T3485M. Jo, was kann man da zu dem Tank sagen? Das ist ein sehr guter Anfängerpanzer. Ziemlich gleich wie der T3485, weil das hier, der T3485M, war ein Belohnungspanzer. Ne? Aber es ist eigentlich ziemlich identisch zu dem normalen T3485. Ne? Ja, viel gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Also, er hat einen tollen Schadengeschuss. 200 ist okay für ein Medium, Stufe 6. Die Durchschlagskraft ist auch gut. Was haben wir da? 144. Ja, was auch sehr toll ist an dem Panzer, eine gute Reload-Time von 5 Sekunden. Jetzt der normale T3485, ich glaube, der hat fast 6 Sekunden, aber das ist, denke ich, der einzige Unterschied zwischen den zwei. Sonst sind sie relativ baugleich. Ja, was ist noch gut an ihm? Er ist sehr wendig, was ich jetzt ziemlich sexy finde. Top Speed ist 53 km/h. Ich glaube, der T3485 hat 54 km/h, habe ich jetzt 83 gesagt, ist egal. 4. Also der hat 53 km/h und der normale T3485 54. Jo, gibt es eigentlich auch kaum Unterschiede. Wie gesagt, er spielt sich sehr gut. Und ich zumindest finde die Unterwanne, wenn man die ein bisschen anwinkelt, ist auch schön bouncig. Ja, der Turm ist halt relativ gut gepanzert bei dem. Ja. Unterwanne ist klar, kommt eigentlich alles durch. Ja, die Oberwanne auch. Gut, wir haben am Turm an den Backen 250, wenn man frontal drauf schaut. Und wie üblich bei den anderen auch, die Seite ist aus Putter und der Hintern. Gut. Wie gesagt, ich finde den toll. Ja, den zu spielen. Drum starte ich jetzt einfach mal ein, zwei Spielchen. Wahllos ausgewählt. Ja, meistens kommt man auf 7er, manchmal halt auf 8er. Da muss man sich ein bisschen zurückhalten. Was haben wir hier? Tiger 1, Panther. Wir haben hier eben, wie gesagt, den Durchschlag von 145. Der Gold fast 200 und ich nehme immer so 2-3 Hit mit, falls mir irgendwas Weiches vor die Linse fährt. Wahrscheinlich ist das Replay jetzt eine totale Katastrophe. Keine Arti, schon mal gut. Dann fahren wir doch mal rüber. Normalerweise fahre ich da sehr ungern hin. Aber wenn es keine Arti hat, kann man mal schauen. Gucken, wer mitkommt. Okay, keine Sau. Gott, hat sich erledigt. Oder? Ja, doch, die drei kommen mit. Ja, wir probieren es. Ich wollte ein bisschen Action sehen. Wie gesagt, er verzeiht relativ viel Fehler. Keine zu großen Fehler, aber ein paar Fehler schon. Und fährt sich sehr angenehm. Ja, den nehme ich eigentlich immer auch zu Crew-Skillen. Weil es ist ein Premium. Das ist immer mein Trainingsgerät hier für die Crews. Ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, ist auch gut. Und wie ihr sehen könnt, die Schüsse Russia. Die sitzen relativ gut. Also, die Gun ist ordentlich. Ich meine, ich bin jetzt beim dritten Perk, glaube ich. Dann geht's wieder. Wenn man jetzt gar keinen Perk drauf hat, ist es auch mit der mühselig. Mal gucken, was da noch kommt.
kommt. Aber man hat schön gesehen, die Gun ist schön, trifft. Wie gesagt, zum Crew-Skillen ist es super. Wie gesagt, alle 5 Sekunden Reload sehr, sehr zu empfehlen. Okay, sie brechen da hinten durch. Na, schauen wir mal. Es macht einfach Spaß mit 5 Sekunden Reload. Bin ja relativ nutzlos. Jetzt fahren wir mal weiter. Gehen wir Risiko. Da hinten stand noch ein VK. Ah, shit. Egal. Ich finde so ein bisschen ein kleiner Hybrid zwischen Heavy und Medium. Mag ich gern diese Art. So ein reiner Medium ist es nicht. Na, mal einen Schuss drauf. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ziel erfasst. Erwischt. Wie gesagt, die Gun ist geil. Sehr, sehr zu empfehlen. Churchill, come on! Der ging nicht durch. Scheiße. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Da kommt er halt an seine Grenzen. Der ging nicht durch. Der Durchschlag. Wie er an seine Grenzen kommt. Wir haben sie böse erwischt. Halleluja. Und Churchill ist manchmal etwas difficult. Na, kriegen wir noch ein Schüsschen? Shit. Ach komm, wir gehen cappen. Wie gesagt, man hat gesehen, sorry, wenn ich jetzt gerade geschrien habe, er macht Spaß. Und der Frustfaktor ist relativ gering bei der Kanone. Man trifft eigentlich auch einige Snapshots. Und kann man echt nichts sagen. Also, bis ich da bin, sind die alle tot. Also das bringt gar nichts fortzufahren. Wie gesagt, äußerst sexy das Teil und als Anfängerpanzer sehr zu empfehlen. Ne? Passt ein bisschen auf eure Unterwanne. Da kommt man gut durch. Oberwanne ein bisschen schwieriger. Ihr könnt aber schön anwinkeln. Und macht einfach Spaß. Ne? Aber wie gesagt, der Durchschlag kommt halt dann doch manchmal an seine Grenzen. Aber ich weigere mich irgendwie, mehr Gold mitzunehmen. Also ich finde, 5 Gold reichen. Ich bin jetzt nicht so
so der Goldfetisch ist, dann muss ich halt ein paar Mal mehr schießen. Ich spiele das Spiel ja auch aus der Freude heraus und nicht um irgendwie einen ewig hohen Damage zu machen. Wie gesagt, ich lege ihn euch sehr ans Herz. Und jo, das soll es erstmal gewesen sein mit dem. Ein klasse 6er Medium, gibt es gar nichts zu sagen. Gut, Top Damage, kann ich mir auch nicht beklagen. Und seht her, obwohl ich ein bisschen Gold geschossen habe, 36.000 plus. Okay, ich habe jetzt Premium, aber ohne Premium hätte ich auch noch fast 18.000 gemacht. Okay. Gut, also von mir Daumen hoch für den Panzer. Versucht an den T-34-85 zu kommen, der ist eigentlich genau gleich. Ne? Ein geiles Teil. Okay, bis die Tage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne den Kanal übrigens abonnieren. Würde mich freuen. Und jo, demnächst teste ich wieder mal einen für euch. Noob geprüft, nur für Anfänger, sehr zu empfehlen. Also, bis dann. Ciao.